Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lego Star Wars Magazin Review Video hier auf dem Kanal. Wir haben heute die Ausgabe 113. Wir sind ja auch gerade dabei, die älteren Ausgaben so ein bisschen nachzuholen hier auf dem Kanal. Das Heft erschien schon am 6. September 2024 zu einem Preis von 5,99 Euro. Als Beilagen gibt es einmal eine TIE-Pilotin und eine goldene Yoda-Karte. Ein Booster-Pack haben wir dieses Mal leider nicht dabei, was ein bisschen schade ist, weil der Preis ist der gleiche wie bei der letzten Ausgabe, wo es noch ein Booster-Pack gab. Das heißt, diese Ausgabe hier hätte eigentlich günstiger sein können, aber naja, soll nicht sein. Wir können es uns vielleicht ein bisschen schönreden, wenn wir sagen, dafür war dann die andere Ausgabe günstiger, hat keinen Aufpreis gehabt extra für das Booster-Pack. Naja, schauen wir mal ins Heft rein. Wie immer haben wir 34 Seiten hier und es geht los mit einem Comic mit Luke Skywalker, erkenne ich hier, Prinzessin Leia, die ist auch dabei und irgendwie so Drachen, okay, scheint es offenbar dann auch im Star Wars Universum zu geben. Klar, es gibt ja auch den Krayt-Drachen, aber das hier ist schon sehr Drachen-Drachen-mäßig, auch so mit Flügeln und so. Naja, dann haben wir hier Lego Minecraft Magazin Werbung. Das ist ja, glaube ich, auch eigentlich das beste Magazin, was so den Mehrwert angeht, weil gefühlt sind immer zwei Minifiguren oder zumindest eine Figur und dann noch so eine kleine Szenerie dabei. Also was den Inhalt so der Beilage anbelangt, ist das Minecraft Magazin irgendwie ungeschlagen. Da kann das Star Wars Magazin nicht wirklich mithalten. Der Comic hier ist ganz schön lang, aber naja, eigentlich müssten die ja immer gleich lang sein. Ne? Dann haben wir hier das Poster. Chewbacca und Han Solo schauen mich hier an. Auf der anderen Seite haben wir dann einmal Darth Vader, der Imperator hier oben. Gut, da habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt. Die AT-ATs, Stormtrooper, Snowtrooper, alle dabei. Hier nochmal das 25-Jahre-Logo. Und auf dieser Seite haben wir dann den Millennium Falcon. Allerdings nicht die UCS-Variante, sondern die etwas kleinere mit beste Crew. Okay, naja. Dann haben wir auf der Seite einmal die Abo-Werbung. Da muss ich mich mal ganz kurz beschweren. Ich habe ja durchaus auch das Abo, aber bei mir ist das irgendwie nicht so, dass das Magazin, so wie das bei anderen teilweise auch ist, irgendwie eine Woche vor dem Verkaufsstart im Laden schon im Briefkasten zu Hause ist, sondern bei mir ist das eigentlich, da kann man sich drauf verlassen, so 2 bis 3 Tage später da. Das finde ich ein bisschen schade, weil dann ist es meist so, dass ich dann vorher schon einkaufen bin und mir das Magazin dann in meiner eigenen Dummheit nochmal kaufe, dort schon, damit ich es eben schon habe irgendwie. Und dann bekomme ich es halt verspätet dann auch im Briefkasten und habe dann ja einiges doppelt. Ist bei den Figuren jetzt nicht sonderlich schlimm, aber ja, es wäre schön, wenn meine Magazine auch mal zumindest pünktlich ankommen würden. Sie müssen ja nicht eine ganze Woche vorher da sein, aber zumindest pünktlich zum Veröffentlichungstag, das wäre schon mal was für die Zukunft. Dann geht es hier weiter mit weiteren Rätseln. Hier haben wir noch mal ein bisschen Produktwerbung für die Mandalorianer-Sets vom Juni. Yoda und Darth Maul sind auch dabei und dann geht es hier weiter mit dem zweiten Comic, der sich auf unsere TIE-Piloten bezieht. Ja, der ist ja nur 3 Seiten lang. Dann packen wir jetzt die Piloten aus und schauen uns die mal an. Mal gucken, ob wir da noch eine Überraschung erleben. Jetzt habe ich die Tüte zerrissen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ist ja sowieso nicht weiter irgendwie. Es kommt ja auf den Inhalt an. So, nö, keine Überraschung, ist die ganz normale Pilotinnenfigur mit einem Blaster, aber immerhin. So, sieht sie ohne Helm aus, ist die etwas dunklere Hautfarbe, die wir auch schon aus den Sets kennen und eine kleine Blasterpistole hat die gute Dame dann, na, hat die gute Dame. Sie will nicht, warum will sie nicht? So, schwere Geburt. So, Pistole hat sie noch dabei. Fokus, wo bist du? Hier.
Oder auch nicht. So geht's. Okay, also diese Figur, wie gesagt, ist in zwei Sets dabei. Die 100 Euro beziehungsweise, glaube ich, sogar 105, das zweite kosten. Einmal in dem TIE Interceptor versus Mandalorian Fang Fighter Set. Und das andere ist das X-Wing versus TIE Fighter Set. Wert hat diese Figur von etwa, ich habe es mir aufgeschrieben, 3,50 Euro bis 4 Euro. Natürlich ohne Blaster, wenn wir den hier noch dazu rechnen, weiß ich nicht, vielleicht 10 Cent, 20 Cent noch oben drauf. Lohnt sich also jetzt nicht so unbedingt, das nur wegen der Figur zu kaufen. Dieses Heft hier, 6 Euro, ist da dann doch nochmal ein ganzes Stück teurer. Es gab ja aber auch schon lange nicht mehr wirklich irgendeine Figur, wo es sich gelohnt hätte, bei dem Heft hier zuzuschlagen, anstelle die Figur einzeln irgendwie über Bricklink oder so zu beziehen. Das setzt sich hier dann leider fort. Oder zum Glück, mag man sehen, wie man will. Für mich ist es ein Leider, weil ich habe eigentlich mir auch gerne das Magazin öfter mal bestellt, wenn man hier zum Beispiel bei den Figuren Schnäppchen machen konnte. So, dann schauen wir uns noch die letzte Seite an, um zu sehen, was uns denn in der nächsten Ausgabe des Lego Star Wars Magazins erwartet. Das erscheint am 4. Oktober, beziehungsweise jetzt schon erschien am 4. Oktober. Und da bekommen wir Ahsokas T6 Jedi Shuttle, bestehend aus 39 Teilen, zu einem Preis von wahrscheinlich dann auch wieder 5,99 Euro. Keine Figur dabei. Dann beim nächsten Mal bin ich wahrscheinlich ein bisschen traurig dann. Ja, das war's für das Lego Star Wars Magazin 113. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.